7. Ich könnte jetzt mal bei Gronkh gucken, was er gemacht hat, aber. Darf ich jetzt auch gleich schon Fotos haben? Okay, wir müssen hier Emotionen, Einstellungen und Essen, irgendwelche Symbole. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Okay, heroische, ich muss noch mal ganz kurz, ich klicke noch mal drauf. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Heroisch gleich nicht traurig. Wut gleich keine Stärke. Ich schreibe gerade nebenbei mal auf. Warte, keine Stärke. So, Nummer 3. Kokosnüsse bewahrten mich immer zu verlässig. Oh, schläfrig. Kokosnüsse gleich wach. An diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel, noch wütend über eine Banane. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Okay. Noch mal ganz kurz die Hinweise. Moment. Was ist? Großer Stärke. Das ist ja hervorragend. Heroische Taten. Wenn ich jetzt wüsste, heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht traurig war. Heroische, was heißt denn das hier? Das ist, mit Wut im Bauch konnte ich hingegen nie große Stärke beweisen. Aber der redet trotzdem nicht. Heroische Taten konnte ich immer nur an Tagen vollbringen, an denen ich nicht. Naja, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich. Das ist ja schade, dass ich das jetzt automatisch gelöst habe. Das wollte ich gar nicht. Also tut mir wirklich leid. Ich wollte das einfach für später machen. Naja, an diesem einen speziellen Tag, an dem ich den Tempelrittern half, war ich weder fröhlich über einen Apfel. Da war er nicht fröhlich wegen des Apfels, noch wütend. Huch. Noch wütend über eine Banane. Bananen machen ihn wütend, wobei. Ich war aber auch nicht traurig über eine Banane oder fröhlich wegen einer Kokosnuss. Ich gucke mir das später nochmal in Ruhe an. Und jetzt laufen wir erstmal ein bisschen durch die Gegend und gucken uns erstmal ein bisschen alles an, bevor wir uns jetzt in die Rätsel stürzen. Hallo? Vitrine. Adlermodel. Adler ist doch dieser Rentnerkatalog, wo es immer diese Rentnermoden gibt. Ja, da werden immer Model. Also ganz ehrlich, ich glaube, also Gronkh wird das Problem immer gelöst haben. Ich kann ja schlecht jetzt irgendwie Gronkh seine ganzen Kram hier angucken. Da habe ich ehrlich gesagt auch keinen Bock zu, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie ich dieses Rätsel lösen soll. Vor allem, was habe ich denn im Inventar? Was kann ich jetzt als nächstes tun? Vielleicht freut die sich ja, wenn ich ihr die Dings gebe. Mit denen habe ich mich noch nicht geschnackt. Mit ihm kann ich scheinbar noch nichts machen, weil er einfach nicht klarkommt. Er will lieber rumkokeln. So, den da unten kriege ich nicht raus, weil ich das nicht gelöst habe. Das heißt, vielleicht machen die beiden Mädels. Den einen habe ich weggesprengt. Dann machen wir mal so. Hier, pass mal auf. Schei. Bleib uns bloß vom Leibe! Du hast doch den totalen Sockenschuss, hier mit echten Sprengsätzen durch die Gegend zu laufen. Ja, voll passiert zu halt hardcore. Mal. Geht gar nicht. Nieder mit den dunklen Mächten! Okay. Aber die brauchte ich doch nur dafür. So, Murmel. Bleib uns Schein. Bloß vom Leibe! Du hast doch den voll zu. Geht gar nicht. Nieder mit. Lili wusste nichts mit diesen fabrikneuen Murmeln anzufangen. Vorher hatte sie immer mit abgeschnittenen Puppenköpfen gemurmelt. Die hatten wenigstens zurückgemurmelt.
Lilly wusste, dass sie nicht mit dem Essen spielen sollte. Das Essen war so ein schlechter Verlierer. Und wenn es zu toben anfing, wurde Lilly immer Angst und Bange. Ich muss dieses Rätsel da lösen und das nervt mich, weil ich nicht keine Ahnung habe, wie ich es löse. Kann die mir nicht helfen oder irgendjemand muss mir da helfen können. Wenn mir wenigstens ein paar Leute zuschauen würden, verstehst du? Stickkissen. Ja, warte mal. Warte mal, vielleicht kann ich rausfinden, wer das Einhorn gemacht hat. Bleib uns bloß vom Leib. Du hast doch den total voll zu hart. Geht gar nicht. Nieder mit den... Geht gar nicht. Bleib uns bloß vom Leibe. Du hast doch den totalen Sockenschuss hier mit echten Sprengsets voll zu... Geht gar nieder Alter, mit den... geht ja gar nicht. Ein Glitzerkram hier, Ladies and Gentlemen. So, zur Kloster blibla blip. Ich hätte nochmal zu der alten da hochgehen, aber bei der... Knallfrösche. Knallfrösche. Wie waren die nur dort hinaufgekommen? Ich weiß auf jeden Fall, dass ich da irgendwas noch machen muss mit der Flinte. Wahrscheinlich da das Kabel durchschießen oder so, schätze ich mal. Aber ich komme ja nicht mehr so weit. Ach komm, sei doch nicht so traurig, Kind. Das war auch nicht so geplant, wirklich nicht. Ich wollte dich nicht verletzen. Hier. Hier. Lilly entschied, Birgit in Ruhe zu lassen. Wie strebsam. Lilly entschied, Birgit die strebsam. Hm. Ach, man kann sich jetzt auch schneller bewegen, das ist gar nicht mehr so schlecht. Mit Doppelklick. Das habe ich natürlich sehr spät herausgefunden. Für die Oberen zählten nur Resultate. Warum? Lilly liebte nie im Leben. Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts ver- genauso wenig wie du. Ich brauche etwas um... Lilly wusste, dass das Essen... Und wenn es zu... Was soll das? Warum zeigst du mir das? Das hat in meiner Kantine nichts ver- genauso wenig... Also verschwinden. Ich brauche etwas... Ja, Leute, ich habe keinen blassen Schimmer, was ich da jetzt machen soll. Ich weiß nicht, wie ich dieses Problem lösen soll. Da oben fällt mir auch nichts ein, was ich mit den Sachen, die ich in der Hand habe, machen könnte. Zum Sammler. Der muss irgendwie... Ich check's nicht. Hey! Das ist mein... Jetzt muss man es mal so, dass... Ich kann hier nicht mehr umordnen, oder was? Vielleicht. So, machen wir traurig. Zuerst traurig, aber nicht traurig über... Ich mache jetzt einfach traurig, hirsch. Traurig, hirsch, Banane. Dann quatschen wir mit ihm an. Hm? Kennen. Aha. Komm, und jetzt machen wir mal. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas Banane erzählen. Zum Glück habe ich mir extra für diese Anekdote eine Gedächtnisstütze gebaut. Also, mal sehen. Oh. An dem Tag war ich besonders traurig. Traurig.
Wir hatten gerade die Bodenplatten in der Kapelle verlegt, als die Tempelritter von einem konspirativen Treffen zurückkamen. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Gemeinsam aßen wir eine Banane. Nein, warte, die Geschichte, ey, da hat doch... Habe ich dir schon von meiner Gedächtnisstütze erzählt? Ich glaube nicht. Alles, was ich brauche, sind drei Objekte, die mich an die entsprechende Situation erinnern. Genauer gesagt, an die drei E. Emotion, Einstellung und Essen. Beantwortet das deine... Wütender Hirsch. Wütender Hirsch und... Das erinnert... Hey. Was? Kennen wir uns? Aha. Aha. Warte mal. Ich wollte dir doch gerade noch etwas zu... an dem Tag wütend. Wir hatten gerade die Boden. Sie begutachteten meine Arbeit und lobten mich für diese heroische Leistung. Dann schenkten sie mir eine Kokosnuss. Das war einer der schönsten Tage meines Lebens. Hier. Ich habe sogar noch das Buch, in dem ich alles aufgeschrieben habe, inklusive der Bedeutung der geheimen Templersymbole auf den Bodenplatten. Ja, dadurch eigentlich mehr durch einen Zufall. Das erinnert mich alles zu sehr daran, wie ich damals diesem kleinen Mädchen geholfen habe, obwohl sie nicht dazu gebracht hat, ein paar Kreuze nicht gemacht hat. Zu lösen. Die Geschichte muss ich dir unbedingt mal erzählen. Okay, wunderprächtig. Hey, lass die Finger davon. Das ist meine alte. Da lasse ich nur ausgewiesen. Ja, das ist vom nächsten Mal. Jetzt komme ich wenigstens weiter hier wieder. Halleluja. Halleluja. Ich mach auf, ich bin auf. Heute wird geheiratet, worauf ich ein Song. Ja. Hey, Mr. Franklin. Was ist denn jetzt schon wieder? Nanu? Das sieht ja mal wirklich interessant aus. Ja, aha. Mal sehen. Das sind zumindest schon mal dieselben Symbole wie auf den Bodenplatten. Aber das Muster ist ja total lückenhaft. Ich bin ein Profi, wenn es um Rätsel geht. Darum genügt für mich auch ein einziger Blick, um zweifelsfrei festzustellen, ja, das hier ist ein Rätsel. Aber die Seite mit den Auflösungen scheint zu fehlen. So ist das Buch für mich wertlos. Es sei denn natürlich, du hast die Lösung. Ist das Mutterschiff? Ist die abgehobene Kampfbrüder? Das ist ja eigentlich das Motiv. Und zum Beispiel, das ist das. Weder in einer Reihe noch in einer Spalte, gar in einem Quadrat dasselbe Symbol zu finden ist.